Herr Walter, das Ergebnis der Grünen in Vorarlberg ist ausgezählt. Wie sehr sind Sie zufrieden mit diesem doch guten Ergebnis für die Grünen? Das ist ein Riesenergebnis für uns Grüne. Wir haben letztes Mal einen historischen Erfolg errungen und dass wir da noch drauflegen können gegen den Bundestrend, wie es derzeit ausschaut, das ist natürlich ein Riesenergebnis und eine Bestätigung des Wegs, den die Vorarlberger Grünen in den letzten Jahren gegangen sind. Jetzt fehlen ja noch die Wahlkarten, da kommt noch einiges dazu. Die Grünen sonst, sagen wir mal, immer recht stark bei den Wahlkarten. Rechnen Sie vielleicht sogar damit, dass da der zweite Platz ausschaut? Ja, das Rennen um Platz 2 ist offen. Wenn es nur annähernd so geht wie das letzte Mal, sind wir die zweitstärkste Kraft in diesem Land. Das lässt sich herzeigen, glaube ich. Wir haben letztes Mal als einzige Partei 1% zugelegt. Diesmal gibt es 50% mehr Wahlkarten. Also wir sind guter Hoffnung, dass die Vorarlberger Grünen auf Platz 2 in diesem Land sind. Ja. Vielleicht noch abschließend, auf was ist für Sie zurückzuführen, dass dieses doch starke Ergebnis der Grünen? Ja, ich glaube, dass Johannes Rauch, dass das Landtagsteam tolle Arbeit geleistet hat in den letzten Jahren, dass auch Sabine Mandak im Nationalrat tolle Arbeit geleistet hat. Und wir haben, glaube ich, auch einen wirklich guten Wahlkampf geführt und uns klar positioniert. Vielleicht noch ganz kurz, wie sehen Sie diese Entwicklung für der starke Gewinn von der BCDÖ? Natürlich, der Gewinn von der FPÖ war erwartet, aber auch die BCDÖ, das BCDÖ, die hier richtig nachgezogen? Das ist für mich ein erstaunliches Ergebnis, dass eine Partei mit einem Spitzenkandidaten, der sagt, ich gehe eh nicht nach Wien, derartigen Erfolg einfahren kann. Aber ich glaube, da müssen sich die zwei Großparteien oder inzwischen die zwei ehemaligen Großparteien an der Nase nehmen. Das haben sie durch ihre gegenseitige Blockadepolitik in den letzten Jahren verursacht.